Also wir sind ein sehr kleiner Kanton, einer von 26 in der Schweiz. Wir haben 53.500 Einwohner und 20 Gemeinden. Hier sind wir in der Gemeinde Teufen. Das ist die zweitgrößte Gemeinde unseres Kantons und dieses Jahr feiern wir unsere 500 Jahre gemeinsam mit Appenzell-Innrhoden in der Eidgenossenschaft. 1513 wurden wir im vierten Anlauf von der alten Eidgenossenschaft als 13. Ort aufgenommen und wir hatten dieses Jahr sehr große Festivitäten. Unsere Finanzen sind im Moment noch stabil. Wir müssen allerdings eine Sparrunde einschalten. Bis jetzt haben wir aber überhaupt keine Schulden. Wir sind also im Moment noch schuldenfrei und sind in unserem Haushalt sehr sparsam und auch sehr genügsam. Die Paracelsus-Klinik ist für unseren Kanton sehr wichtig. Sie hat ca. 90 Angestellte, im Jahr etwa 6.000 Patienten, wo zur Behandlung kommen, davon ca. 1.000 aus dem asiatischen Raum. Und der Rest ist von überall, von der ganzen Welt. Das generiert dann ungefähr 10.000 Übernachtungen bei uns und ist also sehr wirtschaftlich ein ganz wichtiger Punkt. Dann werden etwa 10 Veranstaltungen durchgeführt, wo 300 bis 400 Personen diese wichtigen Informationen und Veranstaltungen auch besuchen. Ist also ein Wirtschaftsfaktor und auch touristisch zusätzlich noch wichtig, nebst der Medizin. Ja, der Kanton Appenzell ist ein sehr liberaler Kanton und die Komplementärmedizin ergänzt natürlich die Schulmedizin und man sollte die beiden kombinieren. Das ergänzt sich natürlich bestens, weil die Schulmedizin ist vor allem in der Chirurgie und mit den Medikamenten ist sie sicher erfolgreich, aber es gibt Bereiche, wo man eher ganzheitlich den Menschen anschauen muss und auch behandeln muss und durch das braucht es auch noch verschiedene andere Mittel, weder nur chemische Medikamente. Ja, sicher, wenn sie mehr bekannt wird, das ist natürlich ein Gewinn für Appenzell-Ausserrhoden. Nur müssen wir sehen, wir sind relativ ein kleiner Kanton und wenn man bekannt werden will, dann braucht man auch ein größeres Umfeld. Dann braucht man Europa oder Amerika oder man muss auf der ganzen Welt diese Richtung der Medizin bekannt machen.